Hallo zusammen und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods mit Andrin. Hallo, grüß euch. Morgen, wir sind Hallo. gerade aufgestanden. Ja, weiter geht's. Einen schönen Tag wünsche ich uns. So, Ich hab das Schwert. irgendwo höre ich eine Spinne. Spinne ist cool. Ja. Nur her damit. Die ist da jetzt unter uns wahrscheinlich, wo du dazu gemacht hast. Ich glaube, die ist da drinnen. Oh, ich fülle mal den Komposter hier an mit allem, was ich habe. Das ist ja, glaube ich, nur Zugang, oder? Ah! Wie? Skelett? Du, ich glaube, da ist sogar, Hä? Was denn? die Spinne ist oben am Hügel. Ich sehe es von hier, die kommt gerade runter. Ja, ich mache immer das Skelett, weil die ja. Okay, dann laufe ich auf die Spinne So, zu. und da ist die Spinne, ich hab sie Ja, schon. alles okay. Ich habe gedacht, ich mache uns da mal eine Fläche. Aua. So, was kriege ich? Was habe ich jetzt bekommen? Irgendwas Spinnenauge, okay, ich will Fäden von dir. Ach, da ist eine grüne Spinne. Mich hat es so Ah, da geschreckt. kann man nicht von da drüben rein. Gleich holen. Ah, die kommt da raus zu mir. Okay. Und Ich habe kommt. einen Faden, ich habe einen Faden, ich habe einen Faden. Cool. Braucht man Cool. nur mehr zwei weitere, glaube ich. Na, einen glaube ich. Oder zwei? Puh. Ja, zwei oder drei braucht man insgesamt. Ja. Eine grüne Spinne, So. also bitte. Wir bauen japanische Blütenkirschstamm. Da machen wir jetzt mal Bretter draus. Okay. Jetzt habe ich gleich alle. Ist auch okay, weil ich habe ja sowieso die Setzlinge da. So. Apropos Setzlinge. Moment, es kann nur so gehen. Apropos Setzlinge. Die japanischen Blütenkirsch-Setzlinge Das hole ich mir jetzt. werden wir gleich setzen. Wir setzen die Setzlinge, das ist ein cooler Satz. Genau, wir setzen die Setzlinge. Da zeichnet sich der erfahrene YouTuber wieder aus. Mit Wortgewandtheit. Haha, ich habe das eine Eisenerz. Dieses eine, was ich für einen Kübel brauche. Es war nämlich da in der Höhle. Was, eine Spinne oder was? Wo die Spinne war, war das Eisenerz, was ich für den Kübel brauche. Ah, okay. Ja, bei mir ist Ja. nicht alles angekommen. Ah, okay, bin ich zu leise. Aber ich sag nichts. Es könnte ja auch sein, dass du taub bist. Dass ich was bin? Taub. Dass ich taub bin. Warum sollte ich taub sein? Ja, Männer wollen nicht immer alles hören. Achso. Aber ist okay. Ziemlich frech, diese Tibra. Ist okay. Mohn! Ja, damit. Ja, aber das ist die ganz normale rote Blume. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ach so, gibt's keinen Mond zum. Genau, wird roter Farbstoff. Für was? Ja, sprich dich aus. Die Zuhörer, die Zuseher wollen es auch hören. Für was denn? Dann lass mich sprechen. Für die Mondorte. Es gibt eine sehr gute Mondtorte. Meine Mutter hat mir sehr lange zum Geburtstag eine gemacht. Diese Ausrede. Ja. Ich kenne ja Tibra schon lange, ich weiß ja jetzt genau. Wie Ja. heißt es bei uns auf Österreichisch gut, Waldviertlerisch, an Mondsuzler, ne? Ah ja. Dass die Kinder schlafen. Ja, genau. Das war's. Genau, natürlich.
Nur das. Nur deswegen, ja, so ist es, mein Schatz. Warum fühle ich mich gerade irgendwie verarscht? Verarscht? Nein. Nie. Mm-mm. So, Das ist nicht was können wir verarscht. noch in den Kompost schmeißen? Will der da nicht raus? Ah, das ist aber schön. Ernst jetzt? Ist da jetzt kein einziger Eichen? Holzsetzling rauskommen. Ah, doch. Gut, ah ja, ich Sind wir kann jetzt dir in der gestanden? Jetzt ist das, Zwischenzeit. jetzt ist das Na, Gras schon schauen wir mal, was nachgewachsen. der Sache ist. Zack. So. Retour. Wir haben die Kirschenbaumsetzlinge angebaut. Ich habe ein bisschen, was ist denn das? Achso, ein Ja, japanischer Kirschenbaumsetzling. okay. Schön langsam wächst ja alles. Kartoffeln erwachsen. Der Ich habe eine Kat Bienenstock. ich hab 4 Kartoffeln geerntet. Soll ich die gleich wieder anpflanzen? Das ist ja cool. Ja, gleich dran, ja. Bleibt mir ein Kartoffel über. Leg das mal in meine kluge Kiste. Post kommt auch rein. Und die Setzlinge kommen auch rein. Jo. Ein Kompost. Das werden wir aber zuerst gleich verwerken. Ja, tut leid, der Buben da wird jetzt nochmal. Ach, du wärst im Häuschen. Na gut. Das ist jetzt dann der dritte Boden, aber der bleibt, ich verspreche es. Wenn er nicht zu schwul aussieht, wenn er rosa ist. Oder na, welche Farbe hat er denn? Da was wieder japanisches Kirschenholz für Farbe haben. Dunkelrot. Oder? Setz einmal hin, weil. Okay, es schaut wirklich sehr. Lass es, ich komme kurz. Ich werde mir das Ja, das ansehen. ist halt das Problem mit den verschiedenen Texture Packs, ne? Da macht halt jeder so seine Vorstellungen. Ja, es schaut sehr merkwürdig aus in Verbindung mit Eichenholz. Jo. Wirklich? Ernsthaft? Schau, das war. Ich zeig da nur meinen anderen. Kacke. Ja, man kann es auch verbrennen. Ja, das ist schon eher meins. Geh wieder. Aber in Kombination mit dem Eichenholz ist das und das nicht wirklich. Ja, aber so ist es ja zu eintönig. Das mag ich dann auch nicht. Mir hat der gut gefallen, Steinziegel als Fundament. Mal schauen, oder? Ja, schon, nur wir haben es noch nicht bekommen. Das Ja. Zeug. Stimmt. Peter ist ein Ich glaube, Schluck. normalen Steine haben wir noch keinen einzigen. Das dürfte also ein Biom-Thema sein. Autsch, Pferd. Lauf mir nicht rein. Gut, also wir haben uns geeinigt auf dieses violette Holz. Und von dem brauche ich jetzt noch einiges. Okay, dann düse ich wieder mal rüber. Es wird nämlich schon wieder dumm. Was ist das?
Oh! Was? Ich höre eine Grille. Oh Gott. Ich hasse Grille. Es könnte natürlich auch nur das Sandbeck sein, ohne dass da wirklich irgendwo eine herum. Ja, das ist glaube ich. Nein, das. Ja. Das ist nur Hintergrundgeräusch. Okay, dann ist es für dich, denn hier sind meine Erdchen infiziert. Also das ist optimal, wenn du es nicht hörst. Weil dann ist es einfach nur so Soundback, also vom Soundback so ein Hintergrundgeräusch, was du da kommt. Ich habe geerntet. Cool. Ja, und ich komme zurück ins Häuschen. Wird nämlich finster. Ja, Pferd, du auch. Was habe ich denn alles? Ein Eisenerz, Kürbiskerne, rote Beete, zwei Stück, Muschelblume, hellgrüne Farbstoff, Schuppenbaumfarbe. Okay, und ein Eisenerz für meinen Kühlbau. Sehr schön. Eigentlich klein. Wollen wir die rote Beete essen oder gleich anbauen? Anbauen. Anbauen. Ist aber einverstanden, dass ich mir mit dem gesamten Eisenerz einen Kübau mache. Ja, ja. Okay. Ich freue mich richtig drauf. Ich lege dann hier den Faden noch rein. Ja, diesen X haben wir erschummelt. Ja, es ist auch mein Grillhähnchen, was ich da habe, ist natürlich noch aus dem Gummiodler. Inventar, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir demnächst vom eigenen Anbau leben werden. Ja, ich arbeite daran. Ich habe schon jede Menge Kompost und ja, einige Samen. Schauen wir mal. Oh, gehen wir schlafen oder willst du meinen? Nein, wir können sie schlafen legen. Komm schon. Ich habe mir schon was vorbereitet fürs Häuschen für den nächsten Tag so. Morgen! Morgen! Morgen, morgen! Und los! Und los! Magst du zu? Ja, ich mach zu. Ich schau, ob der Creeper sich irgendwo in die Luft sprengt. Ups, schubst dich raus. Jawohl, das ist immer gut. Schubst mich raus zu den Creepern. Ja, ah, da ist schon einer. Welche Freude. Na schau. Creeper! Komm. What the fuck? Ja, ja, ist schon recht. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, what the fuck? What the fuck? Und da drüben war endlich ist das Holzschwert im Eimer. Irgendwo war da drüben ein Schlemmi. Okay. Oh, war da drüben. Du bist erwachsen, wie nett. Siehst du das? Nein. Da drüben stehen zwei und unterhalten sich. Echt? Ah ja. Das sind Zombies. Ja, aber. Die backen. Okay. Denke ich doch. Hoffe ich doch.
Oh, Karotten, 96%. So, wir haben da jetzt irgendwo den Halbblock. Da ist er. 57, Und 0 mit dem Prozent. bauen wir jetzt unsere Veranda da. Ja, haben wir schon. Weil wir haben ja hier. So, zack. Braucht Nein, alles noch so seine nicht. Zeit. Aber ich habe einen Kübau. So. Ich habe drei grüne Paprika. Cool, oder? Ja, aber Pflanze ich gleich mal an. warum grüne? Ach so, Paprika, okay. Jo. Hatte schon wieder Angst vor den Paradiesern. Das Schleime hat Schwarzpulver fallen lassen. Das habe ich aufgehoben, gell? Ah, Schleime, sage ich den. Ja. Der Schleimblock. Nein, der. Ups. Der Wips. Der Sprengi. Na, no, das ist halt was. Wo war der Sprengi? Du hast einen Sprengi erledigt. Ach Kannst du so, dich nicht der. erinnern? Ja, schon. Ja. Aber okay. Und das hast du jetzt gefunden, oder? Ja. Ah, okay. Ich nehme mir das gleich hier raus. Sehr schön, denn wir werden jetzt kompostierte Erde einbringen und es wird was, das wird was. Schön. Ein Stück. So, wir brauchen wieder ein bisschen Eichenholz. Eichenholz, Eichenholz. Der drei für drei immer das gleiche setzen, dass wir ein bisschen Ordnung reinkriegen, Ja. Freue mich schon, ich freue mich schon. So, dann. Irgendwie ist gerade sehr leise. Na, wird schon. So, dann schauen wir mal, ob wir da schon wieder ein paar Eichen abzubauen haben. Ja, hinter meinem Gärtchen sind ein paar Eichen, die Hast schon weg. in Kirschblütenbaum gesehen, der sich da auf dem Hügel. Oh, geiles Teil. Wirklich. Jetzt kann ich da einige ausgraben. Was? Was? Was ist das? Was? Wo? Wo bist du? Was war das? Ist da ein Zombie zerlegt, oder? Ja, der wäre hinter mir her gewesen und hat die Sonne nicht ganz vertragen. Ui, war da ein Sonnenbrand?
Ja, Pferd, dir das schaust, gell? Du kannst nicht mehr alles niedertrampeln. Ach, da ist ein Enderman. Okay. Vor deinem neuen Häuschen. Okay, jetzt ist ein Baum um, der haut schon ab. Kein Problem. Mr. Anderson. Ja, okay, jetzt kommt er in die Kiste. Oh, da habe ich nichts mit. So, dann hätten wir wieder ein bisschen Eichenholz. Ah, und da unten sind auch schon die ersten Setzlinge, wie sich's gehört. Dass wir da was abbauen und nicht mehr nachsetzen können. Der wächst doch ein wenig schneller. Braucht alles so lange. Was denn? Pflanzen brauchen so lange. Die Pflanzen brauchen so lange. Ja. Ups. Wie hier doch habe ich ja. Hm? Ich mal kapiere nicht ganz, was da vorgeht. Ich hab doch keinen Violetten abgebaut, oder schon? Was ich brauche, ich hab da zwar Kühe. Ui, so viele Kirschblüten. Bäumchen. Huh. Huch. Ich brauche Kompost. Und zwar jede Menge. Ich mir doch gleich den Baum hier. So, einen Setzling bräuchte ich noch, bitte. Einen Setzling noch. Da ist er. So, ich werde dann auf die Suche gehen, auf Samenkörner, die ich anpflanzen kann. Das sag mal, wo er jetzt abbaut. Verwirrend. Ah, da. Sollte es langsam wieder retour kommen, denn es wird dunkel. Es wird finster. Ich bin nicht weit weg. Auch hier. Hinterm Hügel. Okay. Wir haben jede Menge hinterm Haus. Haben wir jetzt eigentlich schon Weizen sammeln? Nein, ich habe noch keinen. Hm. Ja, genau. Hm. Ist nicht viel, aber er ist mehr wie keiner. Ja. Ich habe noch etwas Jacaranda-Holz. Ich laufe da mal retour. Noch am Weg. Alles klar. Ich habe gerade deine tolle Veranda im Vorbeilaufen gesehen. Ja. Ups. Cool.
Es fehlt nur noch das Dach und dann können wir schon Übersiedlung. Das Häuschen beziehen. Wir sind auch weit über der Zeit und ich würde sagen, wir machen hier gleich einen Cut. Okay. Das also, war meine, oder? Nein, deine. Eine. Bitte. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schaut wieder rein, wenn es heißt Minecraft Live in the Woods mit Anduin und Tibra. Ciao. Ciao.